Regionalmagazin in Donau-Hausruck. Ihre Zeitung mit viel Sport aus der Region. regional-magazin.at. Die Marktgemeinde Mauthausen lädt ein zum Besichtigen, Bewegen, Genießen. Mauthausen an der Donau. Ein Besuch lohnt sich immer, auch auf mauthausentourismus.com. Man kann nie früh genug, aber auch nie zu spät mit Tennis beginnen, lautet das Motto der Hipfel Tennis Academy. Profis kümmern sich um junge und jung gebliebene Tennisspieler. Die Organisatoren der beiden großen Tennis-Nachwuchsturniere im Sportland Oberösterreich bedanken sich bei den Veranstaltervereinen, den ehrenamtlichen Helfern und den Partnern und Sponsoren. Dass man nur gemeinsam Großes schaffen kann, das ist ja hinlänglich bekannt. Wenn dann auch noch die richtigen Leute an den richtigen Plätzen platziert sind, dann sind Erfolge die logische Konsequenz daraus. Ein Paradebeispiel dafür ist das internationale G3 U18 Tennis-Jugend-Weltranglistenturnier in Mauthausen, das vom 8. bis 14. August 2022 im neuen und supermodernen Tennis-Leistungszentrum Oberösterreich über den Roten Sand geht. Ja, es ist ganz erfreulich, dass jetzt beim zweiten Apostel Junior Grand Prix präsent bei der Numbis über 23 Länder und weit über 150 Burschen und Mädchen der Alterskategorie U18 hier in Mauthausen um die Gerbe Fit School herlaufen. Die Österreicherinnen und Österreicher? Ja, bei den Burschen, bei den Österreichern ist es so, dass von den 18 Angetretenen haben immer im vier die zweite Runde erreicht, unter anderem erfreulicherweise auch der Sohn, der Nico, der hat wieder wertvolle Weltranglistenpunkte erspielt, wird unter die ersten 1000 erstmals aufscheinen ab nächster Woche. Der Janis Graske, der Wiener, hat erfreulicherweise sogar 2 Runden gewonnen. Bei den Mädchen ganz erfreulich ist eine noch im Bewerb, die Mia Lippert aus Vorarlberg, die kämpft im Viertelfinale gegen die aktuelle Nummer 1, die topgesetzte Ivanova. Also, und im Doppel haben wir auch erfreulicherweise noch 2 Nachwuchsteams dabei. Einen auch wieder aus meinem Spielerteam, den Josef Durstmüller, der erstmals Weltranglistenpunkte erspielt hat und im Viertelfinale steht. Und 2 Mädchen aus Wien, die eventuell um den Titel mitkämpfen. Jetzt schon angesprochen, ein ITF-Dreierturnier. Wie schauen denn, wenn man ihn kennt, die Zukunftsvisionen des Werner Hipfel aus? Ja, die Richtung geht ganz klar, sich von Jahr zu Jahr zu verbessern. Und wir haben jetzt schon im Laufe dieser Turnierwoche die ersten Vorgespräche mit den Verantwortlichen des Nationalen Verbandes, mit dem Jürgen Melzer und auch dem Präsidenten Ohneberg durchgeführt. Wir wollen ganz nach oben wieder ein Grade One Turnier, das einzige und eines der 10 größten Jugendweltranglistenturniere in Zukunft hier in Mauthausen durchführen. Nur die Union Stein und Mauthausen ist natürlich ein Vorzeigeverein für die Sportturnen-Gemeinschaft in Oberösterreich, aber auch österreichweit. Ich glaube, jeder, der die Anlage betritt, ist begeistert. Sie ist einmalig, sie erfüllt ja nicht nur nationale, sondern auch internationale Standards. Das zeigt sich auch an den Turnieren, an den ITB Challenger Turnier und dem Junior Grand Prix Open, der jetzt in diesen Tagen hier stattfindet. Und man kann ja gratulieren und vor allem Danke sagen an all die, das geschaffen und ermöglicht haben bis zum Sport- und Wirtschaftsansatz Markus Achleitner, der letztendlich dann grünes Licht für die Investitionen gegeben hat. Vor allen Dingen braucht man natürlich für so eine Anlage auch, nennen wir es so, Manager, aber auch viele Helferleins. Genau so ist es. Das eine ist das Errichten, das Bauen, das andere ist das Leben am Standort und da gibt es wirklich Persönlichkeiten, die den Erfolg garantieren. Das ist der Andreas Bilsel, der Bernhard Schutti und der Philipp Wiblinger, die hier mit dem gesamten Team Ehrenamt wirklich Außergewöhnliches leisten und das gilt auch in diesen Tagen für den Werner Hipfel, den man kennt, mit all seinen Ecken und Kanten, der auch im Tennissport Außergewöhnliches in den letzten Jahrzehnten und auch hier in diesen Tagen leistet, wofür man nur Danke sagen kann und solche Persönlichkeiten brauchen wir, um auf Erfolgskurs zu bleiben. Ja, natürlich sind wir sehr zufrieden. Es war eine, ich will nicht sagen Spinnerei, aber eine Liebhaberei von einigen Vereinsmitgliedern, wo wir gesagt haben, wenn die Halle schon dem Ende zugeht, dann müssen wir irgendwas machen. Zum einen haben wir das, glaube ich, sind wir das schuldig unseren Jugendlichen, zum anderen sind wir auf höchstem Niveau unterwegs, was die Bundesliga und so weiter anlangt.
Und dann hat ein Rädchen ins andere gegriffen. Das Land hat sich wirklich mustergültig hier auch mit eingebracht. Und wir haben ein gemeinsames Konzept entwickelt. Auch das Zusammenspiel mit dem ASKÖ und der Union funktioniert. Und miteinander geht es dann. Aber es ist natürlich ein Brocken Arbeit. Aber wenn man dann sieht, dass solche Turniere hier stattfinden, dann haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht. Vor allen Dingen hat man gehört, ein bisschen soll noch ausgebaut werden. Ja, das, wir haben natürlich was vor. Dazu braucht es immer viele Player und Partner und da sind wir jetzt einmal in Gesprächen. Aber es ist natürlich so, wenn es darum geht, bei der ATP zu realisieren, wenn es darum geht, das Jugendtraining hier wirklich professionell auf die Beine zu stellen, dann braucht es auch genügend Plätze. Und wir haben ja auch zwei Vereine hier, wo die Mitglieder noch spielen wollen. Insofern ist es alles ein bisschen schwierig, unter einen Hut zu bringen. Aber es ist bisher ganz gut gelungen und ich denke, wir werden sicher wieder was zusammenbringen. Ich muss sagen, ich bin begeistert eigentlich. Ich glaube, es ist schon 5, 6 Jahre. Ich habe da gespielt einmal und war durch die Jugend da einmal. Da war ein Teamcup von der Jugend und ich muss sagen, da hat sich was bewegt. Das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Ich muss sagen, mir gefällt die Halle extrem gut, die Kraftkammer und das Ganze. Ich meine, sowas ist natürlich ein höchster Stand in Österreich. Ich meine, da bin ich begeistert. Ja, mir gefällt das extrem gut. Die Anlage und das ITF-Turnier ist aber nicht nur sportlich zum Zungenschnalzen. Anlass zur Freude und Dankbarkeit gibt auch die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, die Unterstützung der Partner und Sponsoren und auch die nicht zu unterschätzende Wertschöpfung für die Region. Genau so ist es. Die Anlage hat viel Geld gekostet in der Richtung. Aber vor allem auch im Betrieb und da braucht es einen Doppelpass mit der Wirtschaft, mit den Unternehmungen. Und da ist es dem Andreas Pils und seinem Team wirklich gelungen und dem Bernhard Schutte und dem Philipp Wiblinger renommierte Betriebe auch an Bord zu holen. Auch das zeigt schon den besonderen Wert dieses Standortes für den Sport und für die Wirtschaft. Und natürlich profitiert letztendlich auch das Umfeld. Ich habe in den letzten Tagen mit der Chefin vom Hotel Donauhof gesprochen, die natürlich auch froh sind über diese Entwicklung, denn damit generiert der Betrieb auch Wertschöpfung in der Region, was wir alle brauchen können in Zeiten wie diesen. Ja, und danke allen, die helfen, mitwirken, mitgestalten. Sie sind die wahren Helden des Sports. Damit noch einen Satz zu diesem Turnier. Es ist ein ITF-3er-Turnier, also da gehen eigentlich nur mehr das 1 und das 2 ab. Geschichte, die einfach hier reinpasst. Ja, auf alle Fälle, es ist eine gelungene Premiere. Und wer den Werner Hipfel kennt, der weiß, der hat noch große Pläne für die Zukunft. Ich bin überzeugt, er wird diese Pläne auch umsetzen mit dem Landesrat Markus Achleitner und dem Team der Union Stein und Kummerthausen. Und wir werden hier sicher noch viele gute, schöne Stunden für den Sport, für den Tennissport vom Nachwuchs bis zur Spitze erleben. Spitzensport wird den Tennisfreunden von den 150 Mädel und Jungs, die aus sage und schreibe 22 Ländern dieser Welt nach Mauthausen gereist sind, eine Woche lang geboten. Gerade bei den 18-Jährigen darf man davon ausgehen, dass man einige von ihnen in den nächsten Jahren erfolgreich bei WTA- und ATP-Turnieren spielen sieht. Vielleicht sind darunter ja auch rot-weiß-rote Racketschwinger. In Mauthausen sind jedenfalls einige Nachwuchshoffnungen am Werken. So leistet Edward eine Vorarlbergerin, der Nummer 1 dieses Turniers, sehr harten Widerstand. Eigentlich bin ich eh zufrieden mit der Leistung. Sie hat stark gespielt. Im ersten Satz war es 3-3 und dann hat sie unfassbar gespielt. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und ein paar blöde Fehler. Und ich denke, das hat eigentlich das Match ausgemacht. Die paar Fehler, weniger oder mehr. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Ein ITF-3er-Turnier im Viertelfinale ist ja nicht gerade schlecht. Ja, das ist gut. Vor allem, das sind alles gute Spieler. Egal ob Qualifikant oder Wildcard-Spieler, egal ob umgesetzt oder nicht. Die spielen alle gut, sonst würden wir da alle nicht mitspielen. Jetzt vielleicht noch einen Satz zu dieser Anlage, die ja mehr oder minder funkelnagelneu ist. Was sagst du zu der? Also das ist super, dass man da gleich ein Turnier organisiert, weil es gibt immer zwei Trainingsplätze, das ist super, weil das gibt es bei vielen Turnieren eben nicht. Man hat 6 Matchplätze, am ersten Tag sogar alle 8 benutzt und alles ist perfekt. Es gibt ein Restaurant, alles gut organisiert.
Ja, das Turnier natürlich noch nicht zu Ende für dich, denn es geht ja, glaube ich, noch weiter. Auch wieder mit Viertelfinale, nehme ich an, oder wie? Ja, im Doppel mit der Liel Rottensteiner. Und da haben wir gestern eine sehr gute Partie gehabt und spielen heute, glaube ich, gegen zwei Slowakinnen und hoffen wir, dass es gleich gut läuft wie gestern. For me it's a pleasure to play here in these courts. In Austria it's very beautiful. The organization is very, very good. I like to play here. Notiz am Rande. Das rot-weiß-rote Damendoppel muss sich erst im Finale den Italo-Ladies Bertacci und Turini knapp geschlagen geben. Gut unterwegs sind bei diesem Turnier aber auch die Jungs aus dem Sportland Oberösterreich. Alle Ergebnisse findet man übrigens auf ooetv.at. Zweite Runde war es, ja, leider ging an Slowenien verloren, aber war ganz okay. Jetzt grundsätzlich zu diesem ITF-3er-Turnier hier in Mauthausen, Geschichte, die das erste Mal hier stattfindet. Passt alles? Ja, von der Organisation finde ich super. Ist eine schöne Anlage. Haben es wirklich gut gemacht und taugt mir richtig. Ja. Jetzt hat es ja bei dir den ersten ITF-Sieg gegeben. Ja, jetzt in dem Jahr auf jeden Fall. Letztes Jahr habe ich auch schon Siege erzielt. Letzte Woche habe ich den ersten Turniersieg gegeben und es war auf jeden Fall ein guter Erfolg. Doppel? Doppel, ja, im Doppel. Mit wem? Mit einem Italiener, mit dem Caniato Calo, der diese Woche auch mitgespielt und ja. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Nächste Woche in Budapest spiele ich so ein Dreierturnier in Mauthausen. Ah, nicht in Budapest. Dann in Bad Waltersdorf, 15.000er bei den Erwachsenen und dann geht's in Urlaub. Ja, zwei Österreicher, einer aus Wales, einer aus Wien, die jetzt im Viertelfinale im Doppel die Segel streichen mussten. Euer Resümee dieser zwei Sätze, warum man es nicht ganz glaubt? Die anderen zwei sind schon eingespieltes Doppel. Wir haben das erste Mal gemeinsam gespielt bei dem Turnier. Und ja, sie sind auch älter wie wir, 2 Jahre, und haben schon sehr, sehr gut Doppel gespielt. Wie kommen zwei zusammen aus Wales und Wien? Ja, wir sind sehr gute Freunde, wir kennen uns von vielen Turnieren. Und jetzt hat es endlich einmal geklappt, dass wir miteinander gespielt haben und haben eine super Leistung abgerufen. Jetzt zu diesem Turnier, ein Dreier-ITF-Turnier in einer Anlage, glaube ich, die auch was kann. Wie ist euer Statement zu diesem Turnier? Ja, ich finde es super da, die Organisation ist sehr gut, die Plätze sind super, passt alles sehr gut. Jetzt träumt man von einem Zweier- oder sogar Einser-Turnier. Wäre Geschichte in Oberösterreich? Ja, das wäre natürlich sehr, sehr, sehr nett, wenn unser Trainer auch dann mal ein Einser-Turnier macht. Und da werden wir sicher wieder gemeinsam spielen. Ja. Wie schaut es grundsätzlich mit euch aus? Welche Ziele und wie läuft es beim Training, Vorbereitung, Turniere? Also wir trainieren beide sehr viel und jetzt auch bei den Turnieren sind halt super Spieler da zum Trainieren und generell. Und Vorbereitung ist eigentlich viel spielen, viel Trainingssätze spielen und dann ja eben ins Match gehen. Wo liegen die Zukunftsziele? Ja, vielleicht mal im Einzel, auch im Halbfinale oder im Finale da stehen in den nächsten Jahren. Und ja, Doppel auch weiterhin mit Josef gute Leistungen abrufen. Ja, das Turnier, ich meine, die Turniere sind erstens einmal komplett wichtig für die Jugendlichen. Die müssen trotzdem immer spielen gegen die Besten und dann werden sie immer besser. Ja? Ich meine, das ist das Wichtigste. Und der Höpfe ist natürlich ein Garant für das. Er hat natürlich einen Sohn dabei und der was in Sprung machen will und er ist auf gutem Wege, sagen wir so. Und der Werner hat sich halt da rein. Und macht da. Und Gott sei Dank gibt es in Oberösterreich und in Österreich sicher eine Leute, die was so viel fürs Tennis tun. Eine kleine Randbemerkung. Nicht ganz verständlich ist die Tatsache, dass der ÖTV-Seniorenreferent der einzige hochrangige Vertreter des großen Sportfachverbandes ist, der ins Mühlviertel reist, um den jungen Sportlerinnen und Sportlern, aber auch dem Orga-Team bei deren Top-Arbeit zuzusehen. Dabei ist Mauthausen ja nicht nur wegen der neuen Top-Tennis-Anlage immer einen Besuch wert. Wie dem auch sei, das ITF G3 U18 Tennis-Jugend-Weltranglistenturnier in Mauthausen erntet von allen Seiten sehr viel Lob.
der Mastermind, weiß aber ganz genau, wem er dafür danken muss. Jeder kennt den Werner Hipfel in Österreich und jeder weiß, wenn der was anpackt, dann ist es 100% professionell. Und dank unserer wirklich treuen, langjährigen Partner und Sponsoren und vor allem aber auch dem Sportland Oberösterreich, der Gemeinde Mauthausen und meinem ganzen Organisationsteam, wir sind wieder an die 15 Leute von den Platzhelfern bis hin zum Shuttle-Service-Dienst, bis hin zur Turnierleitung. Es wissen alle ganz genau, wir wollen zu den Besten gehören, wir sind am richtigen Weg dorthin und in diesem Sinne schauen wir jetzt schon nach vorne, ab 2023 das auch umsetzen sollen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer noch einigen bewegten Bildern, die Lust auf das Spiel mit der gelben Filzkugel machen. Denn wie heißt es doch so treffend? Sport bewegt, begeistert und vereint die Menschen. Bewegung hält zudem jung, gesund und fit.